Dr. Kraft, wenn er sich gemeldet hatte. Okay, steht hier nicht. Gut. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Habeck, an Sie eine Frage. Der Spiegel zitiert den Chef der Bundesnetzagentur mit, Zitat, wenn weiter sehr viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten. Zitat Ende vom Spiegel. Nun ist es erklärte Politik der Bundesregierung, sowohl Elektromobilität als auch Wärmepumpen zu fördern. Es wird dann sehr viel Geld in die Hand genommen, mehrere tausend Euro pro Elektrofahrzeug, meines Wissens bis zu 40% der Anschaffungskosten bei Wärmepumpen. Das Ganze hat jetzt also den Eindruck, dass die linke Hand gegen die rechte arbeitet und dass sehr hohe Friktionsverluste für den Steuerzahler auftauchen, nämlich zum Beispiel eben die ganzen Subventionsgelder, die hier auftauchen. Und für den Bürger haben wir jetzt den Fall, dass einige Sachen von der Regierung gefordert und gefördert werden. Auf der anderen Seite eine Bundesbehörde sagt, ja, diese Güter wie Wärmepumpen und E-Fahrzeuge können ja gar nicht im Betrieb garantiert werden. Kann, meine Frage, kann nicht oder sogar muss man nicht eigentlich so eine Energiepolitik, wo die linke Hand gegen die rechte arbeitet, als die dümmste Energiepolitik der Welt bezeichnen? Ich würde behaupten, dass man das keinesfalls muss, außer man folgt seiner eigenen politischen Ideologie. Die Antwort darauf ist nämlich die Gestaltung. Und das heißt, die Verteilnetze auszubauen und die Energiesysteme zu digitalisieren. Und beides ist eingeleitet worden. Insofern arbeiten wir an der Zukunft und am Fortschritt. Und eine Nachfrage natürlich. Ja, sehr gerne, natürlich. Herr Minister, für die Digitalisierung steht ja der erste Entwurf übermorgen an, hier im Parlament, von Ihrer Digitalisierungsinitiative im Strommarkt. Und die sieht ja auch vor, dass natürlich dann Leute, denen etwas abgeschaltet ist oder denen nahegelegt wird, dass sie dann ihre Produkte oder ihre elektrischen Anwendungen dann machen, wenn genügend Strom vorhanden ist. Ich bin mir sicher, dass die Besitzer von Wärmepumpen, die im Winter verzweifelt darauf hoffen, dass ihnen genug Strom zum Heizen zur Verfügung gestellt wird, sehr zufrieden sind, wenn sie dann im August genug PV-Strom haben, um dann ihre Wärmepumpen zu betreiben. Halten Sie so eine Digitalisierung für sinnvoll? Ich bin geneigt, Ähnliches zu sagen, wie ich versuchte bei Herrn Contré, erstmal die Frage zu sortieren. Aber ja, ich halte eine Digitalisierung des Energienetzes für dringend erforderlich, für sinnvoll. Es ist das, was Europa macht. Es ist schwer zu erklären, ähnlich wie bei der Demografie, warum Deutschland erst 10 Jahre später wieder dran ist. Manchmal wundert man sich, wenn man die Aktenlage liest und wenn man dann einige Debatten hier in diesem Hohen Haus verfolgt. Da ist dann auch schon sehr viel selbstreferenzielle Vergesslichkeit am Werk. Vielen Dank. Mhm.